Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Bürgerdialog mit Ministerpräsident Kretschmer und Dorfglühen im historischen Dorf. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Wir leben in einer bewegten Zeit. Gerade ist das Thema Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund gerutscht, treiben uns nun Problematiken wie Ukraine-Krieg und Energiekrise um. Um da ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten, aber auch regionale Probleme offen zu diskutieren, war am gestrigen Abend Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Bürgerdialog nach Zwickau gekommen. Schon weit vor 19 Uhr war der Bürgersaal des Zwickauer Rathauses gut gefüllt. Gekommen waren Zwickauer Stadträte, Kommunalpolitiker, Vertreter ansässiger Unternehmen, aber auch Bürger der Stadt, um den Worten des Ministerpräsidenten zu lauschen und ihre Fragen offen kundzutun. Den Menschen Kretschmer kennenzulernen, weil wir interessiert sind an Themen wie Bildung und Kindergarten. Eigentlich nur die Interesse. Ich bin politisch interessiert und wollte mir den Raum mal so live angucken. Bin allerdings auch bloß bis um 9 da, weil ich zur Nachtschicht muss. Ja, erstens ist der Ministerpräsident da. Den will ich als Person schon mal erleben. Und zweitens, denke ich mal, haben wir genügend Probleme und Fragen, die wir heute ansprechen wollen, die uns unter den Nägeln brennen, insbesondere kommunalpolitische. Welche Fragen sind das zum Beispiel aus Ihrer Sicht? Also ich habe nicht vor, eine Frage zu stellen. Ich freue mich, dass er kommt. Denke nicht, dass er viel bewirken wird für Zwickau. Denke ich nicht. Aber es passieren ja auch noch Wunder. Vielleicht ja doch. Man weiß es nicht. Es ist Weihnachten. Bald. Vielleicht hat er was, genau, hat er eine Überraschung für uns. Also ich würde es mir sehr wünschen, dass Zwickau nicht nur in den Schlagzeilen NSU ist. Wir sind so eine schöne Stadt, haben so viel Kultur, dass man das erkennt und dass von Dresden aus auch ein bisschen Geld nach Zwickau fließt. Vor allen Dingen für Sporteinrichtungen ganz besonders und für die Kultur. Was brennt Ihnen ganz besonders unter den Nägeln? Also mir brennt unter den Nägeln die Situation unserer Straßen. Freistaat Sachsen hat das Straßenentwicklungs- und Aufbauprogramm gekürzt. Das trifft uns als Stadt unmittelbar und ganz konzentriert. Und ich glaube, das muss man einfach mathematisieren. Wir haben zurzeit, Christiane Drexler hat es gerade gesagt, wir haben zurzeit das Füllhorn auf Bundesebene und auf Landesebene weit aufgemacht. Aber für diesen Bereich ist es eben gekürzt worden. Und das passt einfach nicht zusammen. Was mir am Herzen liegt als Mann der Jugendhilfe, stabile Verhältnisse auch in der Jugendhilfe in diesem Bereich zu schaffen. Wir haben die Zuwendungen, die wir in diesem Bereich zur Verfügung haben, sind auch gekürzt worden. Auch das muss ein Stück weit zumindest positiv bewegt werden. Ja, zu einmal freue ich mich, dass ich heute da sein darf und dass ich eine Einladung von unserer Oberbürgermeisterin bekommen habe. Und naja, zum einen mal eine reine Information und unser größtes Problem sicherlich, das ist die Halle. Ich denke und hoffe, dass ich ein bisschen Zeit mit ihm bekomme, um einfach mal das Thema auch anzusprechen. Ja, wie gesagt, die Bürger haben einige Fragen an mich herangetreten. Mal sehen, wie viel ich stellen darf, ob ich überhaupt welche stellen kann, das werde ich sehen. Aber ich kann ja mal ein, zwei vorlesen, sage ich jetzt mal, die ich an den Herrn Kretschmer stellen möchte. Wie zum Beispiel, Herr Kretschmer, sind Sie einverstanden mit den Sanktionen gegen Russland, die aber in Wirklichkeit fast nur Menschen, Firmen, Gewerbetreibende etc. in Deutschland hart treffen und teilweise um die Existenzen bringen? Wenn nein, was tun Sie dagegen? Zum Beispiel jetzt, das hat mir der Mittelständler halt an mich herangetragen. Das sind so Fragen, wie gesagt, die kommen nicht von mir, sondern von dem Bürger draußen, was denn auf den Nägel brennt. Und dann zum Beispiel, wie der Herr Kretschmer denn mit dem Blackout umgeht in Sachsen, wie weit Sachsen gerüstet ist. Man hat ja gehört jetzt von ARD, ZDF, dass im Januar, Februar Blackouts kommen werden, wenn das schon
ARD, ZDF sagt, dann soll das schon was heißen, sage ich jetzt mal. Und wie stehen Sie dazu? Wie weit ist Sachsen halt vorbereitet und wie geht man damit um? Also ich freue mich ganz besonders, dass auch die Stadträte eingeladen sind zu dieser Veranstaltung. Und ich freue mich, dass der Ministerpräsident auch Zwickau gefunden hat. Jetzt auch in dieser Zeit, wo bestimmt ganz viele Termine anstehen. Mir ist es wichtig, dabei zu sein, weil ich teile die Meinung des Ministerpräsidenten vollumfänglich, was den Krieg in der Ukraine betrifft, was die Sanktionen betrifft, was die friedliche und diplomatische Lösung dieses Krieges beenden soll. Also nicht auf dem Schlachtfeld, wie von vielen gewünscht und gefordert, sondern auf dem Verhandlungstisch. Und wenn die Diskussion in diese Runde geht, in diese Richtung geht, möchte ich gerne dem Ministerpräsident den Rücken stärken. Eröffnet wurde die Gesprächsrunde von Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt und dem Landrat des Landkreises Zwickau, Carsten Michaelis. Dann folgten einleitende Worte des Ministerpräsidenten zur aktuellen Lage in der Welt und speziell in Sachsen. Er machte deutlich, dass nicht alles schlecht ist, es auf vielen Gebieten vorangeht und man auch die aktuellen Probleme wie Krieg und Energie anpacken muss und nicht alles auf den Bürgern lasten soll. Genau diese Themen treiben auch die Zwickauer um. Die zum Beispiel eingangs gehörten Fragen von Stadtrat Sven Georgi beantwortete Kretschmer wie folgt. Sanktionen mit Russland. Will ich Ihnen etwas komplexer antworten? Ich finde, wir haben ja auch jetzt hier eine Gruppe zusammen von Mentoren, nicht nur mit Ja und Nein, sondern den Gedanken mal ein bisschen ausführen. Das ist ein Angriffskrieg. Russland hat angegriffen. Die Ukraine ist ein souveränes Land. Und nichts rechtfertigt das. Ja? Auch wenn man jetzt kommt und sagt, ja, die NATO-Erweiterung und die Ukraine wollte ja in die Europäische Union und ist der Einflussraum Russlands. Nein, überhaupt nicht, weil wo kommen wir denn da hin? Ja? Wir sehen an der Sache eben nur, das war das von vorhin, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Souveränität, das sind universelle Werte, aber sie sind nicht Gott gegeben. Sie müssen erkämpft werden oder sie müssen verteidigt werden. Das müssen wir aus dieser Geschichte lernen, deswegen eine eigene Verteidigungsbereitschaft bringen. Aber man muss natürlich diesem Land helfen, keine Frage. Fragt sich nur das Wie. Und dass wenn man sagt, wir wollen helfen, man auch, sagen wir mal, Sanktionen zuerst nimmt, bevor man mit Waffen hilft oder mit eigenen Soldaten, das ist auch richtig. Und das tun wir ja auch. Wir hatten viele Gespräche mit der Bundesregierung. Und ich weiß auch noch, wie ich gesagt habe, ich bin eigentlich auch zufrieden, dass sie so zurückhaltend sind, weil ich das immer gesagt habe, Deutschland darf nie Kriegspartei werden. Auch nie Kriegspartei in einem Wirtschaftskrieg. Das sind wir jetzt übrigens, wird das auch allen gesagt. Der Gesundheitsminister spricht ja auch hier, wir sind im Krieg gegen Putin. Das ist ganz, ganz schlimm. Wir sind auch das Land, was eher vermitteln muss, was versuchen muss, dann diesen Konflikt wieder zu klären. Wir sind das größte Land in der Europäischen Union. Mit dieser Geschichte, wir haben von Adenauer, Helmut Kohl, Willy Brandt, wir machen das Land, was immer die Dinge wieder zusammengeführt hat, weil die uns auf der ganzen Welt vertrauen. Und jetzt sind wir da so mit drin und werden nicht diejenigen sein, die da was vermitteln. Das ist nicht gut, weil wer ist das am Ende? Die Amerikaner und die Chinesen zusammen mit dem türkischen Premierminister, das ist so das Beste ist. So, also von daher ist erstmal Sanktionen richtig. Und dann kommen wir zu der Frage, welche? Und da habe ich gesagt, Gas dürfen wir nicht machen. Öl würde ich nicht machen. Warum nicht? Weil es uns die Kraft nimmt. Und weil es andere Dinge gibt. Darum dreht sich der Streit. Und darum dreht er sich im Kern ja heute noch. Ja? Wir haben einseitig entschieden, als Bundesrepublik Deutschland auf das Pipeline-Öl aus Russland zu verzichten. Wir werden das noch merken, wenn in Schwedt die Raffinerie nur noch mit 60% oder 70% arbeitet. Das werden wir merken. Und das muss nicht sein. Ja, das ist meine Haltung dazu. Aber dass in der Sache es eine Reaktion braucht, dass wir da mithelfen müssen, das ist aus meiner Sicht absolut richtig. So Lockdown, Blackout, ich glaube genau, es geht darum, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Bundesnetzagentur, ist aber nochmal jetzt korrigiert worden. Der Chef hat gesagt, er rechnet damit, dass es sowas geben könnte. Die Sprecherin hat das ein bisschen abgeschwächt. Es ist, alle machen Pläne, der Landkreis, wir, was können wir tun? Wir müssen das versuchen zu verhindern, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland da auch, ist schon auch stark aufgestellt. Aber eins ist eben richtig, es fehlen viele Dinge, ja. Und die Redundanzen sind weggenommen worden. Energiewende war bisher immer, wie heißt es, die niedrig hängenden Kirschen pflücken. Also das, was irgendwie ging.
die Redundanzen noch mit abschaffen. Und dann passierte im letzten Oktober, November das Unvermeidliche. Dann hat es nicht mehr gereicht. Da war so viel Steinkohle abgeschaltet, so viel Braunkohle abgeschaltet und auf einmal brauchte man mehr Energie und dann hat man Gas reingepackt. Und auf einmal sind die Strompreise in die Höhe gegangen. Das war letztes Jahr im Oktober, November. Dann kommt der Krieg dazu, da kommen jetzt die Pläne für die Atomenergie dazu. Deswegen habe ich vorhin so gesagt, wir müssen dafür streiten, dass wir eine sichere, preiswerte Energieversorgung haben. Das bedeutet, für die nächsten 5, 6, vielleicht auch länger Jahre diese Atomkraftwerke zu nutzen. Das bedeutet, jetzt mal den Frieden zu machen mit der Braunkohle. Sagen wir, ist es eben bis 38? Das hat ja auch alles eine Wirkung. Wenn Sie jetzt in den Markt reingeben, diese Kapazität von den Atomkraftwerken läuft weiter. Braunkohle sind wir uns sicher. Und dann gucken wir mal mit eigenem Erdgas, was da geht. Dann hat man doch, wenn man jetzt Strom verkaufen will, für 24 eine ganz andere Perspektive, als wenn ich jetzt verkaufe Strom oder kaufen will und denke, da fehlt eine Lücke, da gibt es eine Lücke, wie geht das denn? Das ist der Punkt, um den es geht. Also ich bin da in den Runden, die wir teilgenommen haben, haben uns die Energieversorger nicht den Eindruck vermittelt, als würde es so einen Blackout in Sachsen geben müssen oder wäre die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Es ist nur so, das Wetter spielt hier auch eine entscheidende Rolle und das haben wir ja auch alle miteinander erlebt, das hat man nicht in der Hand. Aber dass man jetzt sagen muss, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40, 50, 60% wird es sowas geben. Das muss man, da kann man die Bevölkerung beruhigen. Also die Runden, die wir sind, sagen uns die Energieversorgungsunternehmen, wir haben das im Griff, wir arbeiten daran, wir sind Profis, wir gehen nicht davon aus, dass das passiert. Auch das Thema Ballsporthalle Neuplanitz kam am gestrigen Abend mehrfach zur Sprache. Der Präsidentin des BSV Sachsen, Zwickau, war es wichtig, dieses Problem zurück in Erinnerung zu holen. Denn spätestens in 2 Jahren droht der Zwangsabstieg, wenn keine neue Spielstätte gebaut wird. Kretschmer gab sein Versprechen, alles daran zu setzen, dieses Vorhaben schnellstmöglich umzusetzen. Weiterhin kamen Themen wie das Bürgergeld ab 2023, aber auch Zwickau-spezifische Probleme wie Straßenbau, Kinder- und Jugendhilfe oder fehlende Unterstützung des Landes für bestimmte Vorhaben Zwickaus zur Sprache. Am Ende war es ein reger Gedankenaustausch und der Ministerpräsident wird mit Sicherheit viele Anregungen, Ängste und Probleme der Zwickauer mit in die Landeshauptstadt nehmen. Werbung. Seit mehr als einem Jahrhundert versorgt die Allianz-Gruppe ihre Kunden zuverlässig mit Versicherungen. Heute gehört sie zu den größten Anbietern auf dem globalen Markt. Die Nachfrage wächst und Mitarbeiter sind gefragter denn je. Die Allianz-Hauptvertretung Hendrik Gerber in Wildenfels sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenbetreuerin oder einen Kundenbetreuer. Egal ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger, bewerben Sie sich ganz einfach. Auch die Allianz-Generalvertretung Helmer Schwarz aus Hartenstein sucht motivierte Mitarbeiter. Egal ob Einsteiger oder Branchenkenner, hier erhält man Chancen mit Perspektive. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer-Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl europäischer Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Hamburger Privatbesitz. Die bedeutende Privatsammlung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken von Künstlern wie Marc Chagall, Emil Nolde, Auguste Renoir, Erich Heckel, Karl Hofer und Max Liebermann tritt in Dialog mit einer Neuauswahl an Neuerwerbungen der Kunstsammlungen Zwickau-Max-Pechstein-Museum der vergangenen Jahre. Verbindendes Element ist dabei insbesondere das Schaffen des gebürtigen Zwickauers Max Pechstein, auf dessen Werke beide Sammlungen öffentlich wie privat ihren Schwerpunkt legen. Entsprechend widmet sich die Ausstellung zugleich der Frage nach der Sammeltätigkeit und ihrer jeweiligen Grundlage und Ausrichtung, zeigt Unterschiede und stellt Gemeinsamkeiten vor.
Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Herzlich willkommen im Terravel, Ihrem Therapie- und Wellnesszentrum im Johannesbad Zwickau. Seit über 20 Jahren der Ort für Ihre Auszeit und Entspannung vom stressigen Alltag. Neben unseren Wellness- und Kosmetikangeboten können Sie auch die gesamte Bandbreite einer modernen Physiotherapie für sich nutzen, wie zum Beispiel Manualtherapie, Osteopathie und Krankengymnastik im Wasser. Informieren Sie sich über unsere weiteren Angebote wie Reha-Sport, Aquafitness, Babyschwimmen oder auch Kinderwellness. Verschenken Sie Entspannung. Alle Angebote im Therapie- und Wellnesszentrum sind auch als Gutschein erhältlich. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Als hätten es die Veranstalter geahnt. Der letzte Samstag war der bis jetzt kälteste Tag in diesem Spätherbst. Und da machte das sogenannte Dorfglühen im historischen Dorf in Zwickau so richtig Sinn. Geglüht wurde mit Feuerstellen, Lichterumzug und natürlich mit heißen Getränken. Trotz der Minustemperaturen war das Dorf gut besucht. Sie haben es längst gemerkt, hier läuft etwas falsch. Diese Bildsequenzen stammen natürlich nicht vom letzten Samstag, sondern von der Saisoneröffnung am 7. Mai diesen Jahres. So schnell vergeht die Zeit. Wir hatten das Gefühl, es war erst gestern. Ja, tatsächlich schließt sich unser Jahreszyklus jetzt mit dem Dorf Glühen. Es ist der Saisonabschluss, den wir dieses Jahr das erste Mal auch feiern, so wie wir den Dorffrühling auch zum ersten Mal gefeiert haben. Und ja, nun ist das Jahr zu Ende. Stichwort Jahreszyklus. Was ist denn übers Jahr alles im historischen Dorf passiert? Die Sommersaison ist unsere Hauptsaison, in der wir wieder zahlreiche Besucher da hatten im offenen Angebot, Schulklassen vormittags da hatten, auch andere Gruppen vormittags da, nachmittags da hatten. Ferienprogramme, wunderschöne Ferienprogramme hatten, ein paar Ausflüge. Der weiteste ging bis nach Eisenach auf die Wartburg, wo 500 Jahre Bibelübersetzung dieses Jahr dran waren. Also war wieder eine Menge los und wir stecken schon wieder voll in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Was wir in diesem Jahr vermisst haben, war das Herbstbaumeln. Herbstbaumeln ist tatsächlich ein Format, was wir jetzt erstmal dieses Jahr nicht mehr durchgeführt haben. Es ist, hat verschiedene Gründe und es ist erstmal auf Eis gelegt, nicht für immer abgesagt, aber tatsächlich ersetzt das Dorfglühen ein bisschen das Herbstbaumeln jetzt. Am Ende ist die Bezeichnung ja auch nicht so wichtig. Auf den Inhalt kommt es an. Wir haben uns für die Zeit 14 bis 18 Uhr jetzt erstmal entschieden und gucken mal, ob das eine gute Entscheidung war, wo wir 14 Uhr begonnen haben mit Kreativangeboten, also Kerzen ziehen, jahreszeitlich bedingt, haben wir gesagt, ist das eine schöne Idee. Es kann gefilzt werden und es kann ein bisschen weihnachtlicher Schmuck schon hergestellt werden für den Strauß oder den Tannenbaum. Es gibt Musik. Don't you worry, find yourself. Satisfied. Be a summer.
Wiener, das konnte sich hören lassen. Gemütlich war es im Haupthaus. Hier herrschte ein Kommen und Gehen. Draußen war das nicht anders. Jeder hatte so seine eigenen Ideen gegen die Kälte. Etwas Warmes im Bauch half da auf jeden Fall. Die Griller hatten alle Hände voll zu tun. Die Schlange wollte nicht enden. Andere setzten sich an die Lagerfeuer, um sich zu wärmen und auch Bewegung half, wie man sieht. Am besten mit zwei Fingern an der Schnitte. Ihr wisst Bescheid. Genau. Ruhig schon ein bisschen weiterziehen. Geht nicht kaputt. Auch wenn man nicht immer ins Schwarze traf, Spaß machte Kindern und selbst Erwachsenen auch das Basteln und das Kerzenziehen. Mal etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, das macht mehr Freude als etwas Fertiges zu kaufen. Wobei dagegen natürlich auch nichts zu sagen ist, wenn es so schön ausschaut wie das hier. So kam buchstäblich jeder auf seine Kosten. Wie sieht es denn allgemein mit dem historischen Dorf aus? Ist jetzt alles soweit fertig? Wir sind nie fertig. Wir wollen ja auch gar nicht fertig sein. Es gibt immer wieder neue Ideen, neue Dinge, die wir vorhaben. Wir werden weiter an unserer Idee der Außenküche arbeiten. Das ist was, was wir uns schon für dieses Jahr vorgenommen haben. Da hat uns die Wirklichkeit ein bisschen eingeholt. Das hat so nicht geklappt, aber es ist was, was wir unbedingt machen wollen, eine Außenküche bauen. Wir haben wieder tolle Projekte für nächstes Jahr, mit auch wieder in den Ferien und auch wieder Feste und Nachmittage, Familienangebote. Also auch wieder ein sehr üppiges Programm. Seit ein paar Tagen wissen wir, dass es auch ein Nachmittag, den Mittwochnachmittag, nämlich genau mit Bogenschießen geben wird. Also schon wieder alles voller Ideen und wir sind schon ganz aufgeregt. Man spürt es, aber nicht nur die Veranstalter sind aufgeregt und guter Dinge. Man kann es im Hintergrund sehen, das Dorf ist wirklich beliebt. Wir sind immer wieder selber auch berührt und dankbar dafür, dass die Leute uns auch, auch so zahlreich unterschiedliche Leute, die hier immer wieder kommen und das immer wieder auch in so entspannter Atmosphäre annehmen, verweilen, ins Gespräch kommen, die Spieleangebote nutzen, die Kreativangebote nutzen. Wir wissen nicht, warum es funktioniert und freuen uns, dass es funktioniert und stecken auch selber immer sehr viel Herzblut rein und vielleicht ist es die Antwort auf eine sehr freundliche Einladung. Inzwischen war es merklich dunkler geworden und die ersten Lampions wurden angezündet. Der Höhepunkt des Dorfglühens nahte. Jetzt um 17 Uhr wird es eine Lichterwanderung geben mit ein paar Ritzelstationen und abgeschlossen wird der Tag dann mit einer Feuershow ziemlich genau hier an der Stelle, wo ich stehe. Okay, passt auf! Auf dem Weg, da sind Lichterchen versteckt. Lichterchen? Ja! Und in den Lichtern, da sind Rätsel drin. Wow. Ja, da dürft ihr heute mal schlauer als Mami und Papi sein. Das wollten sicher alle, aber Spaß beiseite. Den Lichtumzug begleiteten wir nur am Start, denn um etwas zu sehen und zu filmen, mussten wir das Kopflicht einschalten. Das ist natürlich nicht gerade angenehm für den Gegenüber. Aber die Zwickauer sind freundlich, keiner hat geschimpft. Dennoch wollten wir den Kindern den Spaß nicht verderben und blieben zurück, sodass sie selbst mit ihren Lichtern die Rätsel finden konnten. Das Finale war dann wie angekündigt die Feuershow. Schauen Sie genau hin, der Mann vollführte das Ganze barfuß und im kurzen Hemd. Da kann man nur respektvoll applaudieren. Thank you.
Eispiraten Grimmitschau müssen personell einen herben Rückschlag hinnehmen. Henry Kaninen erlitt am vergangenen Freitag in Dresden eine schwerwiegende Unterleibsverletzung. Der finnische Stürmer wurde bereits am Samstag erfolgreich operiert und wird den Westsachsen mit der schlimmen Unterkörperverletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Mit Scott Faeser fällt zudem ein weiterer Angreifer der Eispiraten langfristig aus. Nachdem der Deutsch-Kanadier im Heimspiel gegen Kassel unglücklich mit dem Tor zusammenstieß, wird er sich in absehbarer Zeit in der Handchirurgie in Halle auch einem operativen Eingriff unterziehen müssen. Faeser wird den Grimmitschauern somit mindestens 2 Monate fehlen. Ebenfalls operiert werden muss Stürmer Tamás Kanya. Der Deutsch-Ungar, der erst am Freitag nach langer Verletzungspause sein Comeback im Eispiratentrikot feierte, erlitt im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse einen Syndesmosebandriss und wird den Westsachsen voraussichtlich rund 3 Monate nicht zur Verfügung stehen. Im Heimderby gegen die Lausitzer Füchse verließen außerdem die beiden Verteidiger Dominik Walsch und Walter Klaus mit diversen Unterkörperverletzungen das Eis. Weitere Untersuchungen bei beiden Spielern stehen ebenfalls wie eine Prognose zu möglichen Ausfallzeiten aber noch aus. Die Verantwortlichen der Eispiraten Grimmitschau sehen sich aufgrund der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle und der sportlichen Situation gezwungen, noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv zu werden und arbeiten daran, den Kader schnellstmöglich auch qualitativ zu verstärken. Werbung. Das Museum für Stadt- und Kulturgeschichte Priesterhäuser Zwickau besitzt in seiner umfangreichen Sammlung eine Reihe von sehr schönen Puppen und Puppenküchen, die in der diesjährigen Weihnachtsausstellung zu sehen sind. Die hauseigenen Bestände werden ergänzt von Leihgaben aus der Sammlung Flemich und mit Objekten privater Leihgeber. Daneben sorgen Pyramiden, Räuchermännchen, Nussknacker und Weihnachtskrippen für stimmungsvollen weihnachtlichen Glanz. Puppenküchen begeistern die Kinder bereits seit mehr als 200 Jahren. Liebevoll mit kleinen Töpfen, Pfannen, Geschirr, verschiedenen Rühr- und Schöpfkellen, Waffel, Eisen, Mörser und anderem mehr ausgestattet, boten diese Küchen vielerlei Spielmöglichkeiten. Das wichtigste Utensil war natürlich der Herd, der meist mit Spiritus oder Öl beheizt wurde, sodass wirklich gekocht werden konnte. Mit ihrer zeittypischen Möblierung und Einrichtung geben uns diese historischen Puppenküchen einen Einblick in die Lebensverhältnisse vergangener Zeiten. Vorhang auf für den Weihnachtszirkus in Zwickau und Chemnitz. Eine rasante und fulminante Show vom 17. Dezember bis 5. Januar. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter sachsenpalast.de. Sachsenpalast, der besondere Zirkus. Ich schütze mich, damit nicht nur mein Auto gut in Schuss ist. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein.
Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch liegen die Tageshöchstwerte bei angenehmen 8 Grad. Es erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Am Abend zieht sich der Westsachsenhimmel zu und wir müssen uns bis in die Nacht hinein auf Regenschauer einstellen. Ähnlich sieht dann der Donnerstag aus. Da kratzen wir dann schon wieder an der 10-Grad-Marke. Wolkendominierendes Wettergeschehen im Sendegebiet. Bereits am Vormittag lässt sich immer mal die Sonne blicken. Am Nachmittag wird es vereinzelte Regenschauer geben. Bis auf 6 Grad quält sich am Freitag das Quecksilber. Der Himmel zeigt sich eher trübe und zugezogen und am Nachmittag kann es auch mal regnen. Bei Werten wie am Vortag bleibt der Samstag trübe und zugezogen. Niederschläge sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Ja, und das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss.